zusammen. Guten Morgen, liebe Romo-Freunde. Ja, wir stehen hier an der Grube Fortuna in Solms und es ist in der Nähe von Wetzlar. Und da wollen wir uns heute ein Erzbergwerk anschauen. Das soll ganz interessant sein. Man fährt, glaube ich, mit einem Förderkorb Mit dem oder so. Bähnchen. Oder mit dem Bähnchen. Ja. Für alle, die über Platzangst haben, also ein bisschen angstbesetzt bin ich da auch, ja. Was Höhe angeht, bin ich etwas zwangsbesetzt und was Platzangst angeht, so und so. Oh, mein Jo. Sensibelchen. Aber für alle ist es ein Training, denn da geht es mit dem Förderkorb dann 100 Meter nach unten. Also doch noch Und Förderkorb. dann wollen wir mal schauen. Ja, aber wir fahren dann mit Bähnchen. Aber mit dem Förderkorb geht es erstmal wohl offensichtlich um die 150 Meter nach unten. Okay. Und dann schauen wir weiter, ja. Klingt interessant. Ja, und mein Gesicht werde ich dabei filmen. Wenn es geht, ja, Ja. oder? Also werde mal sehen, ob man da einen Film drüber Ja. machen könne. Mal schauen, wie die Begebenheiten da sind. Das Bergwerk liegt etwas außerhalb von Solms. Wir hatten versucht, hier zu übernachten. Wir schlafen auch gern, also wenn wir irgendwas besichtigen, dann schlafen wir gern auf dem Parkplatz davor, fahren wir nach abends an und in der Früh gehen wir dann da rein. Allerdings sind wir dann weitergefahren nach Ehringshausen, das ist die Nachbarortschaft. Da ist ein Stellplatz, denn hier gibt es null Netz. Ja, da hätte man nicht mal Telefon gehabt Ja, und und das wollte man dann doch nicht, da das doch sehr abseits hier liegt. Also ja. man muss da ein ziemliches Stück durch den Wald und na okay, das wollte man jetzt nicht unbedingt total abgeschlossen sein. Ja, also das berücksichtigen wir immer, wenn wir frei stehen. Wir haben kein Problem, mitten im Wald zu stehen. Aber wir berücksichtigen immer drei Dinge. Es könnte ein medizinischer Notfall sein, es könnte ein technischer Notfall sein oder es könnte dann auch mal eine Person ums Auto schleichen, die man nicht unbedingt da, wo es eine nicht so geheuer ist. Und deswegen ist für uns immer wichtig, wenn wir frei stehen, dass man wenigstens ein Handynetz hat. Für den Fall der Fälle. Was wir allerdings noch nie gebraucht haben. Aber trotzdem, wir sind eine Ortschaft weitergefahren. Da haben wir zwar kein gutes Internet gehabt, aber zumindest wäre Handynetz da gewesen. Ja. Jetzt sind wir wieder da, pünktlich, Ja. und gehen jetzt hoch zur Grube. Und wir haben zwei Eintrittskarten uns schon online besorgt. Und ihr dürft euch schmuggeln wir da ohne Eintrittskarten mit rein. Also, Also, dann wollen wir mal schauen. zieht euch warm an. 8 Grad hat es kontinuierlich in der Grube wohl offensichtlich. Und wie heißt so schön? Glück auf. Glück auf! Gehört zu den größeren Erzabbaugebieten in Deutschland. Der Abbau im industriellen Maßstab erfolgte hier in der Region von der Mitte des 19. Jahrhunderts und endete im Wesentlichen in den frühen 1960. Schachtteufel, 250 Meter hier von der Stollensohle ausgerechnet. Der Untertag sind 30 Meter direkt über uns, wo der Schacht zutage tritt. Das ist das Seilscheibenhaus, da wird das Vaterseil umgeleitet. Ja, aber es ist noch
150 Meter. Und geht noch tiefer? Meter so, ja, 100 Meter tiefer. Nicht in die Schatten? Ja, wir fahren los mit 2 Meter Sekunde, beschleunigen gleich auf 4 Meter. 15 Stundenkilometer umgerechnet, ist also nicht so schnell. 16 Meter in der Sekunde bei der Seite. Ja. Dieser Roteisenstein ist entstanden vor etwa 380 Millionen Jahren unter Zutun. Links blicken wir in den sogenannten alten Mann, so nennen Bergleute Bereiche einer Grube, die nicht mehr genutzt werden, auch nicht mehr gesichert werden. Die Brocken, die da drin liegen, haben sich zum Teil aus der Fürstengelöse runtergestürzt. Der Bergmann nennt die recht drastisch Sargdeckel. In den Bereichen, in denen wir uns aufhalten, 1904 mit Druckluft gebohrt. In den Jahrzehnten zuvor hat man von Hand gebohrt mit dem Bergeisenschlegel, heißt ein Schlagvierteldrehung, Schlagvierteldrehung, auf diese Weise. Haben 1952 schon die ersten Wurfschaufellader hier an die Grube. Die waren allerdings noch schienengebunden, also eher unflexibel im Einsatz, wurden aus diesem Grund auch im Wesentlichen grad eingesetzt und immer geradeaus geht, also Streckenvortrieb, nicht im eigentlichen Erzabbau. Antrieb ist Druckluft. Thank you.
Also, das sollte man unbedingt einmal gesehen haben. Oh, Leute, ich muss sagen, das war hochinteressant. Und ja, also, ich möchte kein Bergmann sein. Ja, dieser Lärm da unten und diese schwere körperliche Arbeit. Wenn man sieht, was da geleistet wurde, da muss man sagen, Respekt und Demut. Ja. Wie wir heute auf hohem Niveau leben und wie Leute damals ihr Geld verdienen mussten, die teilweise sogar noch nebenbei Landwirtschaft betreiben mussten, damit sie überhaupt durchs Leben gekommen sind. Mhm. Und hier so harte körperliche Arbeit leisten bei dem Lärm. Und sie natürlich alle eine entsprechende Berufskrankheit mit Lungenkrankheit eingefangen haben. Und Taubheit. Ja, und also dann entsprechend früh gestorben sind. Also man muss Demut sagen vor unseren Vätern, die hier gearbeitet haben und die hier das Eisenerz gefördert haben, dass wir so großspurig heute verbrauchen. Mhm, also. Kann man so sagen. Zur Entwicklung des Ganzen, also wie das angefangen hat, wurde pro Schicht und Mann 1,4 Tonnen gefördert, 1,4 bis 1,6 Tonnen. Und am Schluss mit dem schweren Fahrzeug, hat er uns gesagt, wurden dann bis zu 16 Tonnen, nee, bis zu 12 Tonnen gefördert. Und das hat sich ständig durch die Industrialisierung natürlich so weiterentwickelt. Also es ist hochinteressant, wir können euch nur empfehlen, kommt mal her nach Solms und schaut euch das Bergwerk an. Man sieht dann auch wieder, dass es anderes Lebensniveau gibt, als wir das gewohnt sind. Und insoweit verabschieden wir uns jetzt erst einmal aus Solms. Ja. Wir fahren noch ein Stückchen weiter und laden euch dann auch mit ein. Jetzt machen wir nur eine kurze Pause. Ja, genau, und da gehen wir jetzt noch essen. Hier gibt es nämlich ein, wie hieß das? Zur Zeche. Ja. Lokal zur Zeche oder so ähnlich. Ja. Und jetzt gehen wir da mal hin. Und lass es uns gut gehen. Also Metzler ist eine etwas unruhige Stadt in der Vorweihnachtszeit. Wir waren jetzt im Dom und konnten da gar nichts sprechen, weil hier hat es nur gescheppert und gekracht. Denn im Moment werden hier... Da wird gerade die Krippe aufgebaut. Richtig. Ich bin zwar überrascht, dass das heute schon geschieht. Und, ja. Und jetzt kommt die Motorsäge, damit man ja keine Ruhe findet. Ja. Also es ist nicht unsere Stunde in Wetzlar. Nein, es sieht nicht so aus, obwohl so auf der erste Eindruck macht Wetzlar eigentlich einen ganz netten Eindruck. Ja, ein schönes Städtchen, also schöne idyllischen Gassen hat es einmal gesehen. Mhm. Und es hat einen Turm, der wohl nicht ganz vollständig wurde, ja, nicht ganz fertiggestellt, weil der zweite Turm fehlt. Ja. Und was das Besondere an dem Turm ist, habe ich gerade entdeckt, es ist für beide Konfessionen, also sowohl für die katholische als auch für die von der evangelischen Kirche genutzt. Und es ist ja doch erstaunlich, wie hier Ökumene funktioniert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Wetzlar, dazu, ja. Ja. Und ja, und dann ist es noch die Stadt der unglücklich Verliebten. Oh ja. Können wir Gott sei Dank nicht dazu. Nein. Aber Goethe hat dazu gehört. Ja. Die Leiden des jungen Werther. Ja, die soll er hier anscheinend geschrieben haben. Richtig, gell? Er war in eine Tochter verliebt von einem höheren Amtsmann, aber die war schon verlobt und hatte sich für ihn nicht entlobt. Und es hat ihn wohl traurig gemacht, sodass dass wir den Roman Die Leiden des jungen Werthers zum Lesen bekommen haben. Ja.
geschrieben. Ja, oder? So viel ich weiß, ich gehört ja anschließend dann auch wieder weiter. Er ist nicht hier geblieben. Nein, bei seiner unglücklichen Liebe. Er ist ja nur zum Studium, zum Jurastudium hierher gekommen, um hier seine Studienarbeiten auszubauen. Und hat sich dann in diese Beamtentochter verliebt, aber die hat sich nicht entlobt, sie war schon verlobt. Und da konnte er schreiben, was er wollte. Es hat nichts genutzt. Nee. Ja, uns geht's anders. Wir können jetzt dann zurückgehen ins Womo, oder? Ja, es ist nämlich doch ganz schön kalt hier. Es zieht hier um die Ecke rum. Dann machen wir noch einen kleinen Rundgang, würde ich sagen. So ein wenig durch die Gässle. Und dann gehen wir zurück zum Womo. Ein paar Eindrücke von Wetzlar habt ihr gesehen. Es gibt hier zwei schöne Stellplätze, die zeigen wir auch noch. Also einen davon zeigen wir noch. Wir stehen auf der Lahninsel. Mhm. Der ist eigentlich direkt an der Innenstadt. Sind nur wenige Minuten, wenige Gehminuten, geht sogar für Fußlahme, ja. Und dann ist man auch gleich beim Dom und in der Innenstadt, die auch nicht mehr so ganz großstadtmäßig ist. Wetzlar ist ja eine Kleinstadt, oder? Ja, genau, eben. Wetzlar in Mittelhessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zentrales Hessen, ja. Ja. Bei Marburg. Gießen. In der Nähe von der Grube Fortuna. Richtig. Also hier sieht man wohl den fehlenden Teil vom Turm. Da hätte wohl der zweite Turm drauf gehört. So, und hier sieht man den Großparkplatz an der Lahninsel. Und da links stehen die Wohnmobile. Und da steht auch unser Gustl. Stehen wir jetzt vor der Lahnbill-Berglandtherme in Bad Endbach und haben Mineralien getankt. Ziemlich viele sogar. Mal schauen, ob es was nützt. Und gehen jetzt zurück zum Stellplatz. Ja, es ist, wir waren jetzt da 3 Stunden drin und jetzt bin ich irgendwie geschlaucht. Genau, die Ossi schläft jetzt und der Helle fährt. Naja, ob ich da denn schlafen kann. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter. Also hier ist der Stellplatz von der Thermalbad Bad Endbach. Ja, das heißt Lahn-Dill-Thermalbad. Genau, aber ist in Bad Endbach. Ja. Da waren wir ganz ruhig gestanden. Ist eine Holiday-Clean-Anlage hier am Platz. Und kann man also leicht entsorgen. Und der Platz ist etwas schräg abfallend. Deswegen haben wir auch hier aufgebockt, wie man sehen kann, hoffentlich. Und Kosten tut das so gut wie nichts. Ich glaube, 5 Euro haben wir zahlt, ein bisschen Kurtaxe, dafür haben wir das Bad ermäßigt. Also, ja, die Kurtaxe wird im Bad angerechnet mit 20%. Ja, also ist nicht der Rede wert. Nein. Ist bezahlbar für die meisten von euch. Ich gehe davon aus, für alle. Ja, denke ich auch. Ruhig war es auch hier, bis auf das Gewitter, was wir heute Nacht gehabt haben. Ja, stellt euch vor, im Dezember, Gewitter. Ja. Aber sonst war es ganz cool und das Wetter ist jetzt auch wieder schön und deswegen fahren wir jetzt weiter. Und ich würde sagen, nochmal verabschieden wir uns erstmal. Ja. Das war Solms, Wetzlar, Bad Endbach und wir sagen Tschüss. Okay, aber ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wir kommen dann vielleicht nochmal von Marburg. Oder? Sie? Vielleicht. Vielleicht. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und wir melden uns wieder nochmals, bevor es dann zum Weihnachtsfest übergeht. Genau so machen wir es. Ja, also. Also tschüss, bis dann. Ja, ciao. Und sie schimpft dann immer so über die Kamera. Wenn die doch immer einen Rotstich hat. Nein. Und außerdem filmt sie immer, wenn sie nicht filmen soll. Ja, das war falsche Einstellung. Ja. Da hat der Experte etwas noch nicht so genau gewusst. Dann hoffen wir, dass das sich jetzt gebessert hat. Ja. Und wer ist der Experte?
Ja, da ist er, der Experte. Er hat es nicht so genau gewusst. Und deswegen passiert es halt einmal. Aber es ist, glaube ich, kein Rotstich da. Gell, Ossi? Ich weiß nicht, ob er jetzt filmt, weil ich... Achso, siehst du mich? Natürlich sehe ich dich. Ah, okay. Alles klar. Und ist jetzt rot oder nicht? Super. Alles bestens. Ja, wird wahr sein. Ja. Also achte mal drauf, dass du richtig filmst, ja? Aha, okay. Ja, dann steig raus. Sicher, ja. Baby.